Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vor etwa 2 Jahren genau haben wir so ein Video schon mal gemacht, aber wir wissen alle, dass sich mein Make-up und unser Make-up in den letzten 2 Jahren ziemlich stark geändert hat. Und deswegen dachte ich mir, mache ich nochmal ein kleines Update mit den besten Foundations ever. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag gehabt. Und falls nicht, hoffe ich, dass das Wochenende für euch besser wird. Ich bin durch meine Make-up-Sammlung hier nochmal durchgegangen. Ich habe nochmal geschaut, weil ihr neulich gesagt habt, hey, kannst du uns mal ein Video machen mit Produkten, die du wirklich jeden Tag benutzt? Und ich glaube, da müssen wir einmal ganz kurz reden, bevor wir loslegen drüber. Denn mein Job ist es natürlich, so viele Sachen wie möglich für euch zu zeigen. Nicht um euch immer etwas zu verkaufen, sondern um euch einfach zu zeigen, was es gibt, damit ihr eure Entscheidungen leichter fällen könnt. Und ich teste natürlich unglaublich viele Produkte und finde auch viele Produkte, die ich euch zeige, immer sehr, sehr gut. Nicht alle Produkte landen dann aber am Ende des Tages immer in meiner wirklich täglichen Routine. Ich habe eine volle Schublade, ihr seht hier ein Bild, sehr kramig, sehr unordentlich, aber das sind so die Produkte, die ich jeden Tag immer wieder irgendwie benutze. Natürlich wechsle ich mal den Blush, natürlich wechsle ich mal die Foundation, manchmal trage ich keine Foundation, manchmal möchte ich Full Coverage haben, manchmal möchte ich ein bisschen zarter sein. Was nicht heißt, dass andere Produkte, die ich mal gut fand, nicht so gut sind, aber das sind die Produkte, die alle hier standen am Platz, zwischen denen ich immer wechsle. Fokus liegt jetzt auf den Foundations, wenn ihr das wollt, dass ich das auf alle anderen Kategorien mache. Sei es Lippen, sei es Mascara, sei es Bronzer, Blushes, Highlighter, Teesorten, was auch immer. Schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch. Wir starten auch mit der teuersten Foundation und werden immer, immer günstiger. Vielleicht ist mal die eine nochmal 5 Euro teurer als die andere. Aber so könnt ihr wirklich sehen, wie die Preisunterschiede sind. Ich habe natürlich jetzt nicht alle aufgetragen, ihr kennt aber alle schon in meinem Gesicht. Ich gucke mal, dass ich euch einige Videos verlinke, wo ihr dann auch wirklich das Finish auf meiner Haut sehen könnt. Okay, wir starten mit dem ersten Produkt und das ist eine Foundation, die schon fast leer ist und ich da ehrlich gesagt noch so ein bisschen geizig bin, sie neu zu kaufen. Aber das ist die La Mer The Soft Fluid Longwear Foundation mit Lichtschutzfaktor 20. Ich habe diese Foundation vor etwa 1,5 Jahren gekauft, weil ich einfach mal wissen wollte, okay, wie ist der Unterschied zwischen Luxus-Foundations, zwischen High-End-Foundations und Drogerie-Foundations? Und ich muss sagen, so groß ist der Unterschied nicht. Was mir an dieser Foundation aber sehr gut gefallen hat, zu dem damaligen Zeitpunkt ist, ich hatte sie in der Farbe 220 Neutral, war, dass diese Farbe ein Perfect Match von mir war. Mittlerweile, seitdem ich jeden Tag Lichtschutzfaktor benutze, egal ob Sommer und Winter. Ich habe meine Skincare-Routine ja auch komplett verändert. Ich benutze viele Säuren, ich benutze viele Peelings. Ich mache sehr, sehr viel. Hat sich meine Hautfarbe natürlich auch nicht mehr verändert, sondern sie ist jetzt die klassische Wintershade geblieben. Im Sommer, ich bin Italiener, werde ich natürlich üblicherweise, wenn ich keinen Lichtschutzfaktor benutze, immer ein bisschen brauner. Werde ich jetzt nicht mehr, vor allem nicht mehr im Gesicht. Deswegen ist die mittlerweile etwas zu dünn. Aber die Foundation hat eine, ich sag mal, wirklich mittlere Deckkraft, ist vom Finish her aber recht spektakulär, weil sie so aussieht, als hättest du wirklich nichts drauf, außer eine leicht gepuderte Foundation. So ein Hauch. Sie sieht, sie ist, also ihr kennt euch ja mittlerweile mit Foundations auch aus. Es gibt Foundations, da siehst du, dass du Foundation trägst. Und manchmal möchtest du das auch. Hier hast du das aber nicht. Die ist sehr, sehr leicht. Die Deckkraft ist nicht so groß, sodass noch ein bisschen Hautstruktur und Hauttextur durchkommt. Beispielsweise, wenn du so ein kleines Pickelmal hast oder so. Ich habe hier immer noch einen Swatch drauf. Mein Gott, professional wie eh und je. Hast du das Gefühl, dass du wirklich nichts drauf hast? Ist sie 80, 90, 100 Euro wert? Definitiv nicht. Würde ich sie wieder kaufen? Ja, weil sie mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich hatte abends nicht das Gefühl, dass meine Haut so gespannt ist. Ich muss dazu aber sagen, nee, ich glaube, ich würde sie doch nicht mehr wieder kaufen, weil ich zu schnell da durchgegangen bin. Es gibt Foundations, die hast du 2 Jahre lang, da brauchst du nicht viel von, die halten ewig. Dadurch, dass die so, die zieht so weg. Die zieht in die Haut ein und ist weg und dann hast du nur noch
Die Pigmente auf der Haut. Das sieht, ist ganz verrückt. Wenn man sie nicht getestet hat, ist es schwierig, das zu beschreiben. Es fällt mir bei der wirklich am allerschwierigsten, weil sie ganz. Das ist eher wie so ein Serum mit Pflege drin und das Serum zieht weg und die Farbe bleibt so ein bisschen. Würde ich nicht mehr wieder kaufen, weil sie einfach weit über einem normalen Budget ist und auch das Geld natürlich nicht wert ist. Es war ein Versuch, aber sie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wenn ihr euch für so eine Foundation interessiert, und deswegen zeige ich euch diese Produkte natürlich auch immer, kann man sie empfehlen. Aber nicht bei trockener Haut. Wir bleiben in dem teuren Bereich und gehen einmal zu Chanel. Das ist das Le Beige Touche du Teint Waterfresh Complexion Touch. Nicht zu verwechseln, diesem hier von Chanel, dem Le Beige Eau de Teint. Wir haben einmal Touche du Teint und Eau de Teint. Ganz großer Unterschied. Hier ist viel, 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 viel weniger Pigment drin und eigentlich nur Wasser. Deswegen ist die raus. Diese hier ist mehr Pigment und weniger Wasser. Ganz, ganz spannende Textur. Ihr habt hier so diese kleinen Farbpigmente mit drin. Es kommt schon gut rausgemischt raus. Und dann könnt ihr das Ganze vermischen. Und ihr habt eine sehr, sehr wässrige, aber gut deckende Foundation. Wenn ihr eine sehr, sehr trockene Haut habt, ich rede von wirklich Sahara-trocken, von ich habe seit 6 Monaten nichts mehr getrunken trocken, dann ist das eine Foundation für euch. Wenn ihr aber nicht eine hohe Deckkraft haben wollt, man kann sie gut aufbauen. Sie hält, sagen wir mal, wenn wir sagen, 10 Stunden ist das Maximum, hält sie 7. Die ist sehr, sehr wässrig und ganz, ganz wichtig ist, sie funktioniert nicht mit jeder Grundierung. Sie funktioniert nicht mit jeder Sonnencreme und sie funktioniert schon gar nicht mit jeder Tagespflege. Da muss man sich so ein bisschen ausprobieren. Aber wenn du etwas gefunden hast, was deine Haut mag und was die Foundation mag, ist das ein Go-To, weil sie halt wirklich so wässrig ist und du musst sie nicht fixieren. Schau mal, ich hatte ja hier diesen Swatch, den kann ich mit diesem Wasser abdecken und sie bleibt auch so. Also du hast immer noch diese leichte Reflexion drin. Sie bildet keinen Film auf der Haut, deswegen muss man sie recht gut einarbeiten. Ich empfehle euch da, und da werde ich so, so oft nachgefragt unter jedem Video, welche Pinsel benutzt du? Diesen hier von Crash Cosmetics von Luisa, den gibt es in diesem Doppelset. Unter jedem Video, unter jedem TikTok werde ich danach gefragt. Die sind jetzt rausgekommen. Die waren damals im Adventskalender. Das sind die besten Foundation und Concealer Brushes, die es gibt. Crash Cosmetics von Luisa Crashen. Die Foundation funktioniert damit sehr gut, weil der Pinsel nicht so viel Feuchtigkeit mit aufnimmt. Man braucht einen Moment, die Foundation einzuarbeiten, weil sie halt sehr wässrig ist und bis die Feuchtigkeit in eure Haut eingezogen ist oder verdunstet ist, braucht es einen Moment. Aber dann liegt sie sehr, sehr schön auf der Haut, funktioniert toll mit allen anderen wasserbasierten Produkten und ist wirklich ein Produkt, was ich immer wieder benutze. Und ihr braucht nicht viel. Vorteil hier dran ist, ihr habt ein Airless Container, das heißt, ihr pumpt und das Ding hier unten wandert nach oben. Das heißt, ihr kommt wirklich an alles an diesem Produkt dran. Bevor wir weitermachen mit Foundations, die ich sehr, sehr gerne benutze, wollte ich ganz kurz mit euch über etwas Neues und wirklich Spektakuläres von Yepoda reden. Ihr wisst es, ich arbeite mit Yepoda schon sehr, sehr lange zusammen und Yepoda ist Fokus auf Skincare. Jetzt haben sie es aber geschafft, ein Make-up-Produkt in Skincare mit reinzubringen, in Zusammenarbeit mit Bauchi. Bauchi ist eine ganz, ganz wunderschöne Frau, wunderschöne Creatorin, die mit Yepoda ein paar Produkte und vor allen Dingen eine Produktbox rausgebracht hat. Ihr könnt die Box so natürlich kaufen, ihr könnt die Produkte aber auch einzeln kaufen. Und ich wollte euch diese zwei Produkte noch einmal vorstellen. Wir haben hier einmal den Get Glossy. Das ist ein ganz spannendes Produkt. Es kommt erstmal in einer wunderschönen salbeigrünen Glasverpackung, hat oben eine Kugel und ihr habt diesen Lippenpflegeeffekt, ganz leicht minzig. Super, super glossy, aber nicht Lipgloss. Lipgloss hat immer so ein paar Fäden. Das ist eher wie so ein pflegendes Öl. Hier sind auch pflegende Öle mit drin, wie Arganöl und Rosehipöl, die so einen natürlichen Glanz verleihen. Und durch diese Pfefferminznote habt ihr so einen leichten Plumping-Effekt. Bei weitem aber nicht schmerzhaft. Also es gibt ja wirklich Plumping-Lipglosse, die wirklich wehtun. Hier ist wirklich Fokus Pflege der Lippen. Und wenn ihr den nicht mehr benutzt, dann trocknen eure Lippen nicht sofort aus. Das ist wirklich so ein schönes Ding für zwischendurch, vor allen Dingen abends,
bevor er ins Bett geht. Ganz, 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 ganz toll. Und der hält auch sehr, sehr gut. Du kannst ihn gut über einen Lippenstift geben und du hast ein wirklich schönes Gefühl. Aminosäuren sind auch noch mit drin, die dafür sorgen, dass die Lippen wirklich gut mit Feuchtigkeit versorgt werden. Ganz, 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 ganz große Empfehlung, der Get Glossy. Es gibt aber noch was anderes spannend und das ist Get Glassy. Und Get Glassy dachte ich erst so, ein Color-Changing-Produkt. Ist es aber nicht. Das ist ein Glow Balm Blush Stick. Erstmal hat er eine wunderschöne Farbe. Er hat ganz, 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 ganz feine Schimmerpartikel mit drin. Du kannst ihn entweder auf deine Haut einfach so geben, ohne Foundation, oder du gibst ihn auf deine Hand und dann mit einem Pinsel arbeitest du ihn ein oder so ein bisschen auf die Lippen für so einen Hauch Farbe. Das ist genau das, wenn du es liebst, Produkte, die da sind, aber die du nicht siehst. Super glassy und dieser glassy Skin-Effekt, der bleibt. Das sieht jetzt recht pink aus. Es ist aber nicht so ein Color-Changing-Ding. Auch hier Fokus natürlich auf der Pflege wieder. Hier sind auch wieder natürliche pflegende Öle mit drin und der hält wirklich gut. Ich habe ihn jetzt auch schon ganz leicht drauf, bevor ich mein Make-up gesettet habe. Deswegen will ich ihn jetzt nicht nochmal benutzen. Aber der ist wirklich für diesen super trendy viralen Glass-Skin-Look. Kommt in einer Pappverpackung, super, super gut zu recyceln. Und ist echt nicht teuer. Ich habe einen Rabattcode, damit könnt ihr noch mal ein bisschen was sparen. Es gibt auch diese Box, die Bausch zusammengestellt hat. Ich verlinke euch das einmal unten. Aber diese beiden Produkte, vor allen Dingen dieser Gloss, hat es mir wirklich angetan, weil der so natürlich ist und die Lippen einfach so schön pflegt, ohne dieses schmierige Gefühl. Es ist, als hättest du ganz leicht ein bisschen Shea-Butter auf deine Lippen getragen. So fühlt sich das an. Ganz, 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 ganz toll. Also schaut gerne mal bei Yepoda vorbei. Da findet ihr nicht nur die neuen Produkte, sondern auch viele meiner alten Favoriten. Ich habe euch alle Informationen einmal unten verlinkt. Denkt an den Rabattcode. Schaut euch gerne um. Und es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, es gibt keine Sorge, falls ihr die Produkte nicht mögen solltet. Okay, wir machen weiter mit. Es ist keine Foundation. Es ist ein Concealer. Und wahrscheinlich wäre das sogar im Preis-Mengen-Verhältnis das teuerste Produkt gewesen. Das ist der Natasha Denona High Glam Concealer. Habe ich jetzt die letzten Wochen, Monate nur noch von geschwärmt und ist auch mittlerweile fast jeden Tag im Einsatz, also jeden Tag als Concealer und jeden dritten Tag als Foundation im Einsatz. Hier sind Filmbilder drin, die dafür sorgen, dass das Produkt wie ein Film auf deiner Haut ist, aber nicht Film von so einem öligen Film, sondern ein Film, der die Pigmente zusammenhält und sich mitbewegt. Unglaublich spannende Technologie, sehr, sehr schwierig zu beschreiben, ein sehr, sehr glassy Finish, super, super glänzend, super, super glossy auf der Haut, ist dafür aber gut, wenn ihr eine trockene Haut habt, aber selbst wenn ihr eine ölige Haut habt, könnt ihr den benutzen, weil der sich halt wirklich wie so ein Film, das hält. Du kannst an, du machen mit deinem Gesicht, was du willst, es passiert nichts, der hält den ganzen, ganzen Tag, vor allen Dingen unter den Augen. Wenn du Trockenheitsfältchen unter den Augen hast, pflegt er die so ein bisschen, sorgt dafür, dass er sich nicht so krass absetzt. Jeder Concealer, jedes Produkt auf der Welt setzt sich in Falten ab. Das ist ganz klar. Das ist Quatsch, wenn Marken das behaupten, dass sich nichts absetzt. Aber der hat halt durch diese Filmtechnologie, ich glaube, damit kann ich es einfach am besten erklären, einen ganz, ganz, ganz tollen Look. Extrem viele Farben. Extrem viele Farben. Schaut mal bei Sephora, wenn ihr eine Filiale habt und den dort habt. Swatch die Farben, er oxidiert kein einziges Stück, er hält den ganzen Tag, er hält ewig, ihr braucht nicht viel, er ist extrem pigmentiert. Ein kleiner Tropfen reicht, um ihn als Foundation zu benutzen und ein noch kleinerer Tropfen reicht, um ihn als Concealer zu benutzen. Ganz, 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 ganz große Empfehlung. Wenn ihr wirklich auf diese wässrigen Foundation steht, auf etwas, was ein bisschen leichter ist, kann ich euch auch definitiv die Sensai Foundation empfehlen. Die Luminous Sheer Foundation hat einen Lichtschutzfaktor von 15 mit drin. Ich habe die in der Farbe Sand Beige, ist jetzt mittlerweile auch leider ein bisschen zu dunkel. Kommt in einer Quetschtube, aber so ein also so ein Drop-Applikator. Und ihr hört es, da ist eine Kugel mit drin. Ganz, 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 ganz wichtig. Viele Foundations haben heutzutage keine Stabilisatoren mehr drin, weil einfach viele darauf reagieren. Die Stabilisatoren sorgen dafür, dass die Foundation stabil bleibt und sich halt nicht absetzt. Das seht ihr oft bei Foundations, wenn sich unten die Farbe absetzt und oben so ein weißer oder ein durchsichtiger, öliger Film ist.
Das sind die einzelnen Bestandteile der Foundations, die Pigmente und Glycerin, Wasser, je nachdem, was mit drin ist. Durch diese Kugel könnt ihr das Ganze sehr, sehr gut schütteln und zusammen wieder bringen. Schüttelt wirklich lange eure Foundations. Ich habe das bei vielen Foundations gesehen, dass Leute dann sagen, die hat sich zersetzt und die hält nicht und sie ist abgelaufen. Nee, nee, das ist wirklich, liegt daran, dass die Stabilisatoren einfach nicht mehr drin sind und das Produkt auch nicht hält. Und ihr müsst es dann einfach schütteln. Wirklich lange, lange schütteln. Das ist wie, habt ihr schon mal Mayonnaise? Habt ihr schon mal Mayonnaise selber gemacht? Öl und Wasser zu einer Emulsion, beziehungsweise Öl und Ei zu einer Emulsion zu verbinden, ist sehr, sehr anstrengend. Das müsst ihr bei der Foundation auch wieder machen. Es muss wirklich gut kombiniert sein. Die Foundation ist super, super wässrig, sehr, 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 sehr dünn, schon fast flüssig, keine Duftstoffe. Für diese Wässrigkeit, die ihr habt, auch die hat so ein bisschen diese filmbildende Eigenschaft, dass sie sehr, sehr gut hält. Bei der Foundation würde ich sagen, braucht man absolut kein Puder, weil sie vom Finish her zwar luminous sheer ist, aber nicht ölig sheer. Sehr leicht, sehr, sehr schön im Sommer, wenn ihr Probleme habt, dass ihr schnell schwitzt. So hier, bei mir sieht man das nicht, falls ich schwitzen sollte. Ich habe hier ein Bad, viele von euch haben kein Bad und dann schwitzt man hier. Das hält die gut aus. Die hält sich wirklich sehr, sehr schön an der Haut fest. Ist ein gutes Produkt, die würde ich definitiv wieder nachkaufen, bevorzuge ich sogar vor der La Mer Foundation. Also die Reihenfolge der Produkte hat absolut nichts zu bedeuten hier. Okay, wir kommen langsam in Richtung Drogerie und wir machen weiter mit der Neo Intensium Foundation. Die hatte ich euch jetzt schon wirklich das letzte halbe Jahr rauf und runter gezeigt. Aber jetzt habe ich gerade, ich war am Wochenende auf einer Veranstaltung. Es war eine firmeninterne Veranstaltung und da hatte ich sehr viel Make-up drauf. Und ich habe, glaube ich, 30 Leute gehabt, die mich gefragt haben, was ich in meinem Gesicht habe. Weil wir hatten in Karlsruhe, ich glaube, es waren an dem Tag 36 Grad. Ich hatte einen Anzug an. Es war voll. Es waren 7000 Leute, ohne Witz, 7000 Leute auf dieser Veranstaltung. Ich mittendrin. Ich habe 9 Stunden lang Fotos mit euch gemacht und es war das Schönste überhaupt. Aber mein Make-up hat gehalten. Und das war die Serum Foundation von Neo Make-up. Und das ist, das habe ich noch nicht erlebt. Vor allen Dingen, ganz, 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 ganz wichtig ist die Kombination aus der Serum Foundation und diesem Coty Erstband Powder. Deine Haut sieht aus wie fake. Die Haut sieht so fake aus wie eine Puppe. So pudrig, nicht trocken, aber pudrig weich gezeichnet. Ich habe sie auch heute drauf. Ganz, 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 ganz dünne Schicht. Super der Kraft und sie hält jede Temperatur aus. Problem ist die Farbe. Aber ich verlinke euch unten mal Color Changing Produkte, damit könnt ihr die Farben immer so ein bisschen anpassen. Das ist die langhaltendste Foundation bei heißen Temperaturen. Das habe ich noch nicht erlebt. Ohne dass sie in Falten kriegt, ohne dass sie irgendwie sich auflöst, egal was du drunter hast, du kannst, weiß ich nicht, Diesel gefühlt drunter machen und sie würde das aushalten. Ich habe keine Ahnung, wie sie das geschafft haben, aber diese Foundation ist ein absoluter Game Changer, wenn ihr eine gut deckende Foundation haben wollt und vor allen Dingen dieses Porzellan-Puppen-Finish haben wollt. Ganz, 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 ganz toll in Kombination mit dem Coty Erstband Powder. Gibt es nur bei Amazon, verlinke ich euch. Preislich ist die auch wirklich gut. Du hast hier 30 Milliliter drin, das ist eine Standardgröße bei Foundation, aber die hält wirklich so lange, weil du halt nur, guck, du brauchst, kommt ein Pumpkopf, ein Würstchen reicht für dein ganzes Gesicht und deinen Vater. Okay. Max Factor hat auch eine Foundation, die ich ähnlich setzen würde mit der von Neo Make-up vom Finish her. Auch sehr, 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 sehr weich zeichnend, sehr edel auf der Haut. Hier ist aber wirklich das Credo, weniger ist mehr. Das ist eine Foundation, die ich benutze, wenn ich wirklich gar keinen Bock auf Make-up habe. Wenn ich keinen Bock habe, noch einen Primer und einen Concealer und noch Puder und dies und das und jenes. Das macht die Foundation für dich und es ist auch ein Favorit von euch. Viele, viele lieben diese Foundation, gerade weil sie so versatil einzusetzen ist. Du kannst sie in deine Tagespflege mischen. Dafür ist sie gemacht. Du kannst sie in deine. Die ist super, super deckend. Du brauchst aber nicht viel davon. Sehr, sehr reich an Pigmenten. Sehr airbrushig. Ein gutes Dupe zu der Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Foundation. Und die hält halt auch wirklich gut. Made in UK. Ganz, ganz tolles Finish und ist auch vegan. Sehr
Ja, die hat auch diese filmbildende Eigenschaft mit drin, aber nicht so stark. Also da musst du schon ein bisschen aufpassen, dass du sie gut einarbeitest, weil sie halt vom Finish her schon deutlich trockener ist, ne? Die ist sehr, sehr pastig, wenn sie rauskommt. Was ich euch empfehle, gebt sie auf eure Hand und arbeitet sie erstmal in eure Hand ein. Mit ein bisschen Druck, dass ihr die Pigmente und das Produkt schön ineinander einarbeiten könnt. Und dann habt ihr ein ganz, 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 ganz tolles Finish, was sehr, sehr lange hält. Auch die ist nicht mehr parfümiert, ist ein bisschen matter. Also bei einer öligen Haut kann ich die euch wirklich gut empfehlen. Und sie ist einfach günstig, hat eine gute Farbauswahl in der Drogerie. Max Factor generell eh grandiose Produkte, weil sie sehr lange Erfahrung haben mit Produkten und mit Texturen, die sie benutzen. Dafür kann ich sie euch sehr, sehr gut empfehlen. Genauso wie das Tinted Serum von Catrice. Habe ich jetzt lange nicht mehr benutzt, weil ich einfach so viele andere Foundations habe. Aber auch die hat eine geniale Shade Range. Große, große Empfehlung ist, kauft sie euch in zwei Farben, vielleicht sogar in drei. Einmal in eurer Farbe, einmal in einer helleren Farbe und einmal in einer deutlich dunkleren Farbe. Mit der Basefarbe macht ihr eure Base. Mit der helleren Farbe könnt ihr punktuell Highlights setzen und habt ein anderes Finish. Das funktioniert mit der sehr, sehr gut im Vergleich zu allen anderen. Erstmal ist sie recht günstig und zweitens habt ihr so eine große Farbauswahl und die Texturen, die ja sehr wasserbasiert sind, funktionieren halt einfach sehr, sehr gut. Mit der helleren Farbe Highlights auf der Stirn, hier ein bisschen unter den Augen und mit der dunkelsten Farbe, die ihr dann kaufen könnt, nicht die dunkelste überhaupt, sondern vielleicht sagen wir mal 6, 7 Nuancen dunkler, könnt ihr den als wässrigen Bronzer benutzen mit einer tollen Deckkraft und einem tollen langlebigen Finish. Ganz, 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 ganz verrückte Textur. Hält sehr gut, super wässrig. Auch hier bitte, bitte schüttelt die Foundation. Hat aber, also sie ist sehr, 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 sehr wässrig. Super runny. Ihr seht, dass sie läuft runter. Ich habe sie jetzt hier in der Farbe 030C. Ich finde, man muss bei der Foundation wieder ein bisschen aufpassen, welchen Primer man benutzt. Ich kann euch da den. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Ich habe ihn auch nicht mehr hier. Ich habe den neulich aussortiert. Ich blende ihn euch hier ein. Wasserbasierter Primer von Catrice funktioniert sehr, 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 sehr gut damit. Super Farbauswahl, wenn ihr wirklich dieses Leichte haben wollt. Sehr, sehr pflegend. Sehr pflegend. Also du hast auch hier abends nicht das Gefühl, dass die Haut irgendwie spannt, dass die Haut irgendwie komisch aussieht. Große Empfehlung, habe ich ein ganzes Video zu gemacht. Und immer, immer noch einer eurer Favoriten und auch meiner, das Hyaluron-Make-up von Rival Loves Me. Shade Range, brauchen wir nicht drüber reden. Mittelschwere bis maximale Katastrophe. Super feuchtigkeitsspendend, extrem langanhaltend, extrem, extrem günstig. Ich glaube, die kostet jetzt 4,99. 4,99. Und die hält halt auch ewig. Will ich gar nicht mehr so viel zu sagen, weil sie einfach eine ikonische Foundation mittlerweile schon auf meinem Kanal geworden ist. Und auch bei euch. Das ist die flüssigste Foundation von allen. Sehr, sehr gute Deckkraft. Ist parfümiert, riecht ein bisschen nach Ananas, finde ich sogar. Aber ein geniales Produkt für den Preis. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben als sehr, sehr kleine Marke. Ihr müsst wissen, Rival de Loup, Rival Loves Me, das sind zwei einzelne Teams. Also die sind nicht zusammen. Und ich glaube, bei Rival de Loup sitzen auch nur fünf Leute, fünf Mädels, glaube ich, dran. Das ist nicht viel, ne, um eine Foundation zu entwickeln, die so, so gut ist. Also große, große Empfehlung. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht war eure liebste Foundation ja hier mit drin. Falls nicht, schreibt mir eure liebste Foundation einmal gerne in die Kommentare und denkt unbedingt an Jepoda. Dort findet ihr wirklich sehr, sehr gute Hautpflegeprodukte. Und jetzt auch diese beiden Schätzchen von Bauchi und Jepoda. Mit meinem Code gibt es ein ganz, ganz tolles Launch-Angebot, was ich euch unten verlinke. Schaut gerne vorbei. Klickt euch gerne einmal durch. Fühlt euch gedrückt, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.